Sussul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, und was fällt dem aufmerksamen Betrachter sofort auf? Ja, klein Kadi Döfchen hat schon wieder vergessen, den Schneemod rauszunehmen, wie es eigentlich schon seit Montag tun wollte. Grrr. Das ist zum Verrücktwerden hier. Ja, unsere Sims schlafen jetzt alle. Der Geburtstag ist vorbei. Es hat zwischenzeitlich noch kurz gebrannt hier vorm Kamin. Und mir fällt auf, dass ich mal ganz dringend jemanden rausschicken muss, um Paula zu füttern. Ach du Schande, was ist denn hier hinten kaputt? Alles. Alles. So, jetzt ist auch wieder sauber hier. Das ist die Möglichkeit, natürlich auch eine Toilette wieder sauber zu bekommen. Man kauft einfach eine neue. Das Restaurant schreibt rote Zahlen. Ja, wir sollten es wohl tatsächlich mal schließen, vorübergehend. Müssen wir auch nochmal hin. Müssen wir auch nochmal hin. Der kleine Blumenladen ist auch... Wenn wir hier später prüfen, später prüfen. Jo, alle später prüfen. Ja, wir haben noch 34 Gewinne gemacht. Also das ist doch positiv. Ja, dann müssen wir auch nochmal hin ins Restaurant. Aber jetzt geht's erstmal um den Nachwuchs, der demnächst kommen soll. In welchem Trimester ist Emi eigentlich? Müssen wir mal gerade gucken. In 13 Stunden beginnt ihr zweites Trimester. Also sie ist noch ziemlich am Anfang der Schwangerschaft. Ich werde tatsächlich, glaube ich, sofort, wenn das Baby da ist, werde ich es zum Kleinkind machen. Ich habe immer noch nicht geschaut, was wir jetzt hier eigentlich alles so für schicke neue Sachen haben. Wir müssen dann ja neue Sachen fürs Kinderzimmer bauen. Wir brauchen ein Bett, wir brauchen ein kleines Töpfchen, wir brauchen einen Hochtisch, so ein Hochstühlchen, dass das kleine Kind dann auch essen kann und ja... Ich bin da sehr gespannt drauf. Apropos Essen. Cleo, wir haben nichts mehr, weil ich den letzten Kuchen weggeschmissen habe. Frühstück servieren. Mach doch mal Pfannkuchen. Weil ich hätte irgendwie mal voll Bock auf Pfannkuchen. Was steht denn hier noch rum? Hä? Muss mal weg. Muss mal weg. Sergio ist übrigens mittlerweile echt gut im Kochen. Habe ich letzte Folge gesehen. Er hat Kochen auf 9. Tja, wir erinnern uns zurück. Ja, das ist der Sergio, der früher permanent die Küche angefackelt hat beim Frühstück machen. Opalan, jetzt habe ich das Mikro gehauen. Sorry. So. Apropos Sergio. Sergio steht jetzt auch auf. Zum Zocken. Wie wäre es, wenn du erstmal was isst? Wenn du nicht warten willst, kannst du ja auch... Kannst du ja auch Cerealien essen und dann ein bisschen zocken. So. Ob die jetzt in der Früh mit dir zocken wollen, ich wage es zu bezweifeln. Aber macht nichts. So. Ja. Auch unseren Hämpfling Steven können wir mal aus dem Bett werfen. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir den ein kleines bisschen breiter machen. Ich weiß es noch nicht. Ich hatte es eigentlich nicht vor, das im Create a Sim zu machen. Ich wollte es eigentlich auf natürlichem Wege geschehen lassen, weil ich das eigentlich nicht ercheaten wollte. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. So, wie weit ist Cleo mit dem Essen? Könnt ihr doch schon mal hierhin stapsen. Stapfen, wollte ich sagen. So, macht doch mal ein bisschen Musik an. Alternative. Was haben wir für eine Lautstärke? Hoch. Okay, man hört gar nichts. Ha, Gina ist auch unterwegs. Nein, du grillst jetzt nicht. Warum haben denn alle Hunger? Ihr hattet gestern Geburtstag und habt nichts gegessen. Also ehrlich. Gina, ich habe übrigens noch nicht geschaut, was ihr in der Abstimmung gesagt habt. Denn ich nehme jetzt die Folge auf, bevor die Abstimmung kommt. Sehr schön, sie will sich direkt ein Gericht nehmen. Jetzt stehen sie hier alle. Und wann kommt... Sergio, Level 5 der Videospielfähigkeit. Sergio kann jetzt fortgeschrittene Spielstrategien recherchieren.
Außerdem kann er andere Sims mit seinem Videospiel können beeindrucken. So. Was hat sie vor? Ach ja, doch. Sie hätte eigentlich baden können. Nimm mal ein Schaumbad und dann ist was. Bade du ruhig mal. Das ist bestimmt entspannt, wenn man schwanger ist. Ich habe keinen Plan davon. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Wer muss heute eigentlich alles ran an die Arbeit? So. Cleo muss nicht. Die hat eine Auszeit. Emi muss auch nicht. Sergio muss auch nicht. Hendrik muss auch nicht. Sag mal, Mensch, nur die beiden müssen in die Schule und alle anderen drücken sich gekonnt um die Arbeit. Na, sowas. Wir könnten nochmal Eis machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Der erste gemeinsame Morgen als Teenager. Ja, wie gesagt, die Alterung habe ich ja jetzt an. Es wird auch langsam irgendwie mal Zeit, finde ich, dass Cleo, Sergio, Hendrik und Emi mal zum Erwachsenen heranwachsen. Vom jungen Erwachsenen. Irgendwie schon, oder? Denke ich zumindest. So, in einer Stunde fängt die Schule an. Ich glaube, sie hat die Hausaufgaben gar nicht fertig. Tja. Sie könnte eigentlich mal... Kann sie irgendwas... Ja, sie kann ein paar Sachen ernten. Dafür habe ich ihr Bestreben gegeben, dass sie jetzt schon anfangen kann, hier die teuren Sachen zu ernten, damit sie das recht schnell abschließt, damit sie schon Zinsen bekommt, wenn sie aus dem Haus ausziehen. Dann kann es sich ja so einfach wie möglich machen, ne? So, sie will aufs Klo, kann sie machen. Was haben wir denn hier zum Verkaufen? Auch ihre Kinderbilder. Oh, ja, die können wir auch verkaufen. Das bringt im Endeffekt nichts. Das klingt jetzt so böse. Das können wir verkaufen für 20. Oh, nö. Ah, gut, es geht wieder. Ich dachte, ich hätte den Bug, den ich schon mal hatte. Da klebte das nämlich Ewigkeiten an der Maus. Und ich konnte nichts mehr daran ändern. Ja, irgendwie habe ich hier gerade ein paar Problemchen. So, jetzt geht's aber. Wow, Cleo hat 124.110 Simoleons Zinsen verdient. Ja, und jetzt geht's auch schon in die Schule. Gina hätte vielleicht erst noch aufs Klo gehen sollen. Hatte sie ursprünglich auch vorgehabt, aber das ist leider nichts mehr geworden. Sergio will hier herumrutschen. Geh doch lieber mal oben an die Staffelei. Du willst doch befördert werden, dann solltest du mal schauen, dass du deine Tagesaufgaben abschließt. Mach ein realistisches, großes Gemälde. Die gehen eigentlich immer ganz gut weg. Emi. Die steht hier im Garten und isst was. Auch cool. Cleo braucht dringend ein bisschen Spaß. Ja, du kannst an sich gerne rausgehen, aber zum Rutschen ist vielleicht ein bisschen kühl, ne? Ich würde dann hier diesen Karaoke-Raum, würde ich 1:1 so unten in den Keller anfügen, glaube ich. Sie könnte ja mal solo ein bisschen singen. So, Hendrik schläft noch. Den würde ich jetzt auch mal langsam aus den Federn holen. Und mit dem würde ich auch mal gerne weiter angeln. Steht er ja auch noch immer an. Huch! Ja, das kommt manchmal vor bei runtergeladenen Haaren, dass man dann so einen Bug hat. Das kommt vor. Bitte abspülen. Ach ja. Cleo versucht alles. Eieieiei. Ich glaube, das hören wir uns erst mal lieber noch nicht an. Oh je. Wow. Auch ganz gut, dass hier ein Tantiem reingekommen ist. Und wer hat gerade den Anruf bekommen? Ich habe keinen Plan.
Sie sollte auf jeden Fall es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen, ein bisschen faulenzen, damit ihr Spaßbedürfnis mal wieder aufgefüllt wird. Durchschnitt ermitteln. Die letzte Mathearbeit von Gina war nicht gerade überragend. Sie hat eine mittelprächtige Note bekommen, die ihren Durchschnitt verderben könnte. Soll sie um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um am nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Hart arbeiten. Gina lernt und übt wie besessen und kann ihre Note mit dem heutigen Test erheblich verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ihr Lohn direkt proportional zu ihren Bemühungen war. Eine kleine Leistungsverbesserung. Ja, wunderbar. Oh nein, Cleo ist krank. Warte mal, du kannst bestimmt hier mal eben an den PC. Nimmt dir bestimmt keiner übel. Medizin zu bestellen. Da. So. Da war sie doch gerade. Medizin. So, Medizin nehmen. Ach ja, und ich würde die Geigen, die würde ich gerne hier platzieren. Die könnte dann ja auch eigentlich Gina verkaufen. Moment. So, Jenny Paulus ruft an. Ich habe gehört, dass es in der Stadt einen weltberühmten Zirkus geben soll. Lass uns zusammen hingehen. Ja, warum nicht? Cleo ist wieder gesund und tut direkt wieder was dafür, um krank zu werden. Sehr gut. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. So, kein Thema. Hendrik, ach Gott, Hendrik ist auch krank. Ja, meine Güte, was ist denn hier los? Geht hier irgendwas um? Das ist nicht gut. Emi ist immerhin schwanger. Sie ist immerhin schwanger. Nicht, dass sie sich hier ansteckt. Hohoho, nein, stopp, nicht verkaufen. So. Was wollte ich machen? Ach ja! Ich wollte ihn noch ein bisschen angeln lassen hier. So. Angeln gehen. Oh je, und Cleo ist beschämt. Ja, das war jetzt auch nicht wirklich so viel besser. Wir müssen auch mal noch Kristalle einsammeln. Kristalle, habe ich gerade Kristalle gesagt? Oh Gott. So, was ist mit ihr? Sie fühlt sich verspielt. Die Macht der Witzbolde. Warum hat sie die Macht der Witzbolde? Hä? Woher hat sie denn hier bitte dunklen Tee? Das ist strange. So, die stellen wir jetzt alle hier rein. Die kann alle unsere Gina verkaufen, auch die für 15.000. Genau, aus dem Grund habe ich nämlich jetzt schon das Bestreben ausgewählt. So, bei wem ging jetzt gerade eben das Handy? Sieht man wieder nicht. Hä, warum? Warum geht ihr Hygienebedürfnis so krass nach unten? Ein Gurami, ein küssender Gurami. Och Gott, nein, wie süß. Den will ich aufhängen. Wie ging das noch gleich? Aufhängen. Der ist ja voll süß. Ein Barsch haben wir schon aufgehangen. Nö, den würde ich jetzt nicht nochmal aufhängen wollen. Den haben wir auch schon aufgehangen. Aber ein Kugelfisch haben wir noch nicht aufgehangen. Der sieht ja süß aus. Ah, oh, ist der knuffig. Voll süß. Oh, Level 4 der Fähigkeit Angeln. Hendrik macht sich langsam. Hendrik macht sich langsam. Und er hat jetzt fast alles fertig. Er muss jetzt noch 6 Stunden angeln. Dann hat er wieder was abgeschlossen. Und du mach mal nicht so viel Sport, Mensch. Du bist schwanger, Madame. Du bist schwanger. Schon dich mal. Also ehrlich.
Unmöglich, unsere Emi. Was will sie machen? Sie möchte beginnen, ein neues Buch zu schreiben. Ja, das kannst du doch tun. Das kannst du doch tun. Das ist super. So, dann sollte sie das nur erstmal fertig schreiben. Denn sie hat ja noch ein Buch, was noch nicht fertig ist. Was ist denn hier kaputt? Was ist mit ihr? Ach, schämt sie sich immer noch, weil sie da ausgerutscht ist? Ach, komm. Cleo. Bist aber auch empfindlich. Meine Güte. Was will sie machen? Krankheit mit einer Tasse Tee heilen. Ach, okay. Jetzt ist sie noch nicht mehr krank. Ihr könntet hier mal... stopp. Er ist doch am Basteln, oder nicht? Da, fortsetzen. Genau. Das wäre mal cool, wenn ihr das machen könntet. Und die beiden, wann kommen die mal wieder aus der Schule? Das müsste doch gleich soweit sein. Jo, 15 Uhr. 15 Uhr, dann, ihr kriegt hier einen Anruf, warum? Hey, wir hatten schon lange keine Versammlung mehr. Wie wäre es, wenn wir uns alle treffen würden? Ja, klar, hier. Ja, klar, können wir machen. Heimkehr, nein, momentan nicht. Warum werden eigentlich gerade alle krank? Das gibt's doch nicht. Und hier muss mal alles Mögliche weiterentwickelt werden, damit es mir Geld bringt. Hier blinkt und glitzert alles vor sich hin. Ach nee, er ist ja gerade beschäftigt. Dann könnte das rein theoretisch auch unsere Cleo machen. Da lernt ihr auch mal noch so ein bisschen was in puncto Garten und Pflanzen und so. So, bestell du dir mal eben was an Medizin. Du kannst bestimmt mal kurz bei Gina an den PC. Nein, ich will, dass sie zuerst an den PC geht. So, an den Laptop. Es ist ja gar kein PC, es ist ja ein Mac. So. Bestellung. Medizin kaufen. Also hier geht echt eine Epidemie um, habe ich das Gefühl. Es ist richtig krass, was hier gerade abgeht. So, zusammen die Hausaufgaben machen. Das könntet ihr immer noch machen, wenn hier sowieso gerade schon die Hausaufgabengruppe und Truppe versammelt ist. Dann haut doch mal rein. Oh, ist dir nicht kalt, Cleo? Du bist doch verrückt. Du bist doch komplett Banane. Genauso wie dein Oberteil Banane ist von der Farbe her. Oh, cool. Die Errungenschaft... Sie ist fertig mit einem Buch und ich wollte eigentlich... Sie muss ja neu... Ach nee, kann sie jetzt gar nicht mehr. Aber ich hätte gerne, dass sie ein Kinderbuch schreibt. Ich meine, wenn sie jetzt dem nächsten Kind bekommt, dann ist es doch auch ganz schön, wenn sie eine Geschichte schreibt. Die sie dann ihrem Kind vorlesen kann. Eine gute Nachtgeschichte. Was ist mit Cleo passiert? Warum ist sie festgefroren? Okay, die Frage könnte ich mir sparen. Ich meine, es ist immerhin arschkalt draußen. Ach so, die Gruppenversammlung wieder. Die Gruppenversammlung freest wieder alles. Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Jetzt hängen hier nämlich wieder alle in ihren Animationen fest und es passiert nichts mehr. Das ist blöde. Ja, Gina hängt fest, das hängen alle fest. Das ist jetzt nicht gut. No, das letzte Mal, als ich das Problem hatte, bin ich danach nicht mehr in die Familie reingekommen. Das war auch mal behoben eigentlich. Ach, verflixt. Ist nie die zahme Schildkröte und andere. Oh mein Gott. Ah, okay, jetzt ist sie aus ihrer Erstarrung wieder aufgewacht. So, wir verkaufen hier mal gerade die ganzen Geigen. Guck mal, das ist gar nicht mehr so viel, was ihr da fehlt.
So. Und noch so eine. So, macht doch Fortschritte. So, ihr Lieben. Wie sieht's jetzt aus mit ihrer Schwangerschaft? Sie sollte auf jeden Fall ganz, ganz dringend mal die Toilette aussuchen. Denn das Kind drückt schon auf die Blase. Ja, welches Trimester? Das dritte Trimester beginnt in 19 Stunden. Ja, mal schauen, wann es soweit ist. Die Erfahrung hat uns gelehrt, es kann teilweise ganz schön lange dauern. Aber, apropos lange dauern, das war eine sehr, sehr lange Folge heute. Und das heißt, ich verabschiede mich für heute erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!